Moin, jo, mal wieder ein Für-Umme-Video und mal wieder die allerbesten, die herzlichsten Grüße raus an den Grizzly 1962, an den Hans. Hans hat mir in der Vergangenheit doch, und das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, aber ich finde bei jedem Video, das ich drehe, bei jedem Für-Umme-Video, bei jedem Giveaway, aber auch bei Spendenaktionen, da hat Hans halt Einfluss genommen mit seinen Spenden, mit zur Verfügungstellung all dieser Messer, die er mir zugeschickt hat, aus seinem persönlichen Bestand. Und das finde ich halt enorm, weil die Messer, die befinden sich alle immer in einem Top-Zustand. Die könnte man natürlich, das ist ja alles Kapital noch, die könnte man auch zu Geld machen, aber nö, das gehört Hans zu den Menschen, die sagen, nö, ich gebe die einfach mal weiter, da kann Stefan so eine Aktion machen, wie jetzt halt diese Für-Umme-Videos und die Messer dann unter die Community bringen, was ich sehr gerne mache. Oder halt in einer Spendenaktion, damit für den guten Zweck noch was auch wieder aus unserer Szene, das was Gutes erschaffen werden kann. Und Hans, vielen, vielen Dank dafür. Einfach großartig. Und heute gibt es ein Für-Umme Antonini Old Bear, und zwar in der Größe M mit Olivenholz. Ihr könnt ja mal kurz auf Pause drücken für ein paar technische Daten noch, Stahl, Gewicht, Länge etc. Und hier am wichtigsten finde ich die Modifikation der Klinge, und zwar hat Hans die angepasst auf Drop Point. Und das macht den Stachel dann umso reizvoller, finde ich. Sowas kannst du dann nicht einfach mal so erwerben. Wir haben dann halt nicht die Hechtklinge, sondern hier Droppoint und kommt sauscharf. All die Messer, die Hans mir zugeschickt hat, die zieht er immer hairpopping sharp ab. Die Antonini-Messer ebenso wie die Modelle von Opinel. Die haben einfach eine fantastische Handlage, ganz sicheren Verschluss haben die. Schöne Olivenholzgriffe, das sind einfach wirklich, ja wirklich schicke Modelle auch. Mit dieser Zwinge hier, sehr charmant, sehr fähig, sehr schneidtauglich, tolles Werkzeug. Und wer immer dieses Modell bekommt, das ist zwar gebraucht, befindet sich aber wirklich in einem sehr guten Zustand, mechanisch sowieso keinerlei Spiel. Da bekommt der neue Besitzer ein ganz, ganz tolles Modell. Und ihr müsst auch gar nicht viel, ihr müsst auch gar nicht viel machen, um dabei zu sein. Einfach in den Kommis reintackern, warum ihr Bock auf das Teil habt, warum ihr gerne dabei sein möchtet. Dann seid ihr schon mit dabei. Dann lasse ich dieses Für-Umme-Video um und bei eine Woche laufen. Werde den Gewinner ermitteln, den dann auch anschreiben über die Kommis. Und wenn wir alles Weitere geklärt haben, dann geht dieser Antonini Old Bear Stachel für Umme an ihn raus, und der neue Besitzer hat hoffentlich viel Freude damit. Das würde mich dann freuen und den Hans vermutlich auch, dass dieses Messer dann weiterlebt. Der Stachel hätte es auf jeden Fall verdient. Sehr fähig, sehr hübsch, sehr charmant, sehr brauchbar. Tolles Teil. Alles klar, ich drücke allen die Daumen, die hier mitmachen, und in diesem Sinne, all nice are great, bleibt gesund, peace, ich bin raus.